Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und heute habe ich mal ein paar Klamotten für euch, die ich euch vorstellen möchte. Einige davon habe ich selber gekauft, einige davon wurden mir zugeschickt. Wie auch immer, ich werde euch zu jedem Piece meine ehrliche Meinung sagen. Und by the way Leute, das wird jetzt hier so ein Low-Budget, Back-to-School-mäßiges Video. Back-to-School ist schon für euch ziemlich lange her, aber ich bin ja erst seit 2 Wochen wieder auf einer Sprachschule, weshalb jetzt das Back-to-School-Video von mir kommt. Und ja, ich weiß, bei euch ist es gerade ziemlich kalt, bei mir ist es gerade ziemlich heiß. Aber Leute, unter den Klamotten, die ich euch vorstelle, habe ich natürlich T-Shirts und auch Hoodies dabei. Und Hoodies sind ja jetzt eigentlich so das Wichtigste für euch, um gut durch den Herbst zu kommen. Und da habe ich auch 2, die ich richtig geil finde. Und ja, ich würde sagen, fangen wir direkt mal mit den T-Shirts an, die ich euch zeigen will. By the way, ich werde euch jetzt das einmal nur so kurz stumpf in die Kamera halten und dann werde ich später nochmal ein paar Montagen reinschneiden. Also keine Sorge, das wird nicht nur so ein stumpfes Video. Also das erste Piece, was ich hier zugeschickt habe, ist von Lowlight Studios. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich schon gesehen. Lowlight, ich habe die Jungs beim Beastin Campout für die Nike Off-White Collabo kennengelernt. Dort haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann haben sie mir halt was zugeschickt. Und zwar ist das hier so ein T-Shirt mit so einem Baseball-Print und unten steht was auf Japanisch drauf, was ich nicht entziffern kann, weil ich kein Japaner bin. Aber hier steht halt so Lowlight in Rot drauf und hinten ist noch ein Lowlight Studios Patch oder also halt so reingestickt. Also ich finde, Sticken ist echt mega nice. Ich finde Bestickungen allgemein auf Klamotten mega, mega gut. Die Qualität ist übelst krank von dem Piece hier. Ich habe jetzt hier eine L genommen, also eine Größe größer, als ich sonst nehme. Und das fittet halt ein bisschen oversized. Ich würde an eurer Stelle, wenn ihr Bock auf oversized habt, dann geht auch eine Nummer höher. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe halt hier L genommen. Finde ich halt mega nice. By the way, die Jungs kommen aus Düsseldorf. Die lassen, glaube ich, auch alles in der Türkei produzieren. Also Türkei ist ja eh bekannt für gute Qualität, was Klamotten angeht. Und ja, also ich finde die Blanks auch richtig heftig, so wie die Bestickung, wie gesagt. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Und ja Leute, das T-Shirt kostet 35 Euro, also ein mega fairer Preis für diese Qualität und für den Schnitt. Den Schnitt haben die Jungs, glaube ich, auch sogar selber gemacht, das heißt, die haben nicht einfach irgendwelche Blanks gekauft. Also ich finde das T-Shirt mega krank. Ich habe sogar mal ein Bild auf Instagram dazu gepostet, also solltet ihr es eigentlich schon kennen. Wenn nicht, checkt auf jeden Fall mein Instagram ab und ja Leute, ich würde euch das zweite T-Shirt gerne mal zeigen. So, die nächsten T-Shirts sind alle von der gleichen Brand, mit den gleichen Blanks. Also die ein oder anderen wissen es wahrscheinlich schon, dass ich in Vietnam war und in Vietnam habe ich einige Sachen eingekauft und dort auch meine neue Brand, also eine meiner coolsten und einer meiner Lieblingsbrands kennengelernt. Und zwar ist das Dark Clothing. Shoutout an dieser Stelle nochmal an Johnny, der glaube ich 15 T-Shirts gekauft hat. Davon hat er mir 3 oder 4 mitgebracht, meiner Freundin noch einen mitgebracht und noch ein Hoodie. Also Shoutout an dich Johnny, vielen, vielen Dank. Und ja, Leute, ich zeige euch mal die T-Shirts. Ich finde die alle mega krank. In Vietnam kosten die 18 oder 20 Euro. Wenn man das so umrechnet in Dollar, ist es aber ein bisschen mehr. Ihr könnt natürlich auch online bestellen. Und falls ihr irgendwann mal in Vietnam sein solltet, dann schaut auf jeden Fall bei Dark Clothing vorbei, also mega geiler Store. By the way, ich habe auch in München ein paar Leute mit Dark Sachen gesehen. Grüße an euch, falls ihr das seht, also ein paar vietnamesische Münchner. Und ja Leute, ich werde euch direkt mal das nächste T-Shirt zeigen. Ich laber irgendwie ein bisschen zu viel. Also so sieht das von hinten aus, so ein Danger mit dem Atomkraftzeichen. Und hier steht dann so Emergency drauf. Dann so ein Strichcode und dann so ein Ausgangsschild und vorne steht auf gelb Emergency drauf. Also das Ganze ist hier aus der Emergency Kollektion. Also überall steht halt Emergency drauf, aber ich finde das T-Shirt trotzdem mega nice. Qualität würde ich sagen ist ganz okay. Ist auch nicht gerade die beste Qualität, aber bis jetzt ist der Druck noch drauf und sieht alles eigentlich noch ganz ordentlich aus. Bis auf ein paar Fäden, die hier und da mal rausluschern, aber ansonsten sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ja Leute, kommen wir zum nächsten Shirt von der gleichen Brand. Und zwar ist das hier aus der gleichen Kollektion. Auch eins, wo Emergency draufsteht. Oben ist dann nochmal so ein Pfeil, wo 10 cm draufsteht. Also ich finde die Details von dem T-Shirt echt mega nice. Hier ist dann noch so
so eine Weltkugel drauf mit Emergency. Und ich kann euch auf jeden Fall auch nochmal hiervon ein Bild einblenden. Ich finde das mega nice. Sizing ist alles das gleiche, weil es alles die gleichen Blanks sind. Und ja, ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten T-Shirt. Und zwar ist das hier eins, das ich geschenkt bekommen habe von Johnny. Und das hat man halt geschenkt bekommen, wenn man bei Dark In-Store was gekauft hat, im Wert von 50 Euro. Und das ist halt das Second Anniversary T-Shirt, also das zum zweiten Jubiläum von dem Store. Und hier stehen halt nochmal so Koordinaten drauf von dem Store in... Hier stehen dann nochmal die Koordinaten drauf von dem Store und hinten ist dann so ein V. Und dann ist hier nochmal so ein Sonnenuntergang. Also ich finde es mega geil, das T-Shirt. Und das war gerade mein Zimmernachbar, ist ein bisschen komisch. Ja. Noch ein Hoodie, den ich euch vorstellen möchte, ist ebenfalls von Lowlight Studios. Ich finde den Fit von dem Hoodie mega, mega nice. Der ist so ein bisschen oversized. Das ist auch eine L, habe ich auch eine Nummer größer genommen als alles andere. Ah ja, by the way, bei Dark habe ich M in allen Pieces. Und hier das Lowlight ist ein L. Und ich finde das auch mega nice. Qualität von dem Hoodie ist okay, würde ich sagen. Ist relativ schwer, aber auch nicht zu dick. Und oben auf der Kapuze steht immer nochmal Lowlight drauf. Ich blende euch nochmal ein paar Szenen von den anderen Klamotten ein, die ich jetzt nicht zugeschickt bekommen habe, aber die es trotzdem auf der Seite gibt. Also checkt auf jeden Fall mal Lowlight Studios ab. Und Leute, der letzte Hoodie, den ich jetzt euch noch vorstellen möchte, ist auch mein Lieblingshoodie. Das ist ein mega, mega kranker Hoodie von der Qualität her und von der Verarbeitung her. Der ist, glaube ich, auch in der Türkei hergestellt worden. Und zwar ist er von Der Schütze. Und zwar ist er von Der Schütze, also einem Hamburger Label. Und zwar ist das hier so ein Box-Logo-Hoodie. So ein bisschen Supreme-mäßig, aber auch irgendwie nicht. Und zwar ist auf dem Box-Logo hier so ein utopisches Zeichen. Also er hat mir erklärt, was hier die Bedeutung hinter dem Bild war. Und zwar, eine Utopie ist ja eine Weltvorstellung in der Zukunft, die positiv ist oder eine schöne Welt. Und hier sieht man halt einen Inder, also kein Inder, ein Indianer und einen weißen Amerikaner, die zusammen kämpfen und beide die Waffe in die gleiche Richtung halten. Die haben sich früher ja ein bisschen so bekämpft mäßig, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Historiker, aber ihr wisst schon. Und das soll halt eine gute Zukunft zeigen, wo sie zusammen kämpfen und nicht mehr als Feinde dargestellt werden. Und ja, kurz mal zu dem Sizing. Der Hoodie fällt true to size aus. Ich habe hier eine M. Ich finde, das ist ein bisschen... also es halt fittet ganz normal, der passt mir auch. Oh mein Gott, diese Fliegen, die regen mich übelst auf. Auf jeden Fall ist der Hoodie von der Qualität übelst krank. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer und allgemein, also wer bei Supreme M trägt, der sollte auch hier M tragen, weil der Schnitt ist eigentlich 1:1 wie von Supreme, die Hoodies, und die Qualität ist sogar, ich würde sagen, ein bisschen besser, wenn nicht genau gleich. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut auf jeden Fall mal bei allen Stores vorbei. Ich habe euch hier alle unten verlinkt. Der Schütze, Dark Clothing und Lowlight Studios. Alles sind, oder Der Schütze und Lowlight Studios sind zwei upcoming Brands, die ich unnormal feiere.
Dark Studies ist eher so in Asien bekannt. Dark Clothing ist eher so in Asien bekannt, aber wie auch immer, Leute, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.